Original. Okay. Hallo. Hallo. Wunderschönen guten Tag hier zu einem neuen Video von Bentmodo. Wir wollen uns in diesem Video um die Adventure kümmern. Wir bauen ein bisschen was in Carbonara um. Der Film sollte mich gleich mal auf den Tisch machen, dass wir alles da rumliegen haben. Mal schauen, was wir alles verschrauben. Wie gehen wir jetzt vor? Ja, wir bauen jetzt erstmal die Seitenwände ab. Ich würde sagen, als erstes gucken wir mal, dass wir diese großen Teile, die Seitenflanke tauschen. Da müssen wir erstmal dieses Verkleidungsstück rausnehmen. Das werden wir auch später dann nochmal folieren. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir das hier abkriegen. Ich habe das auch noch nie abgebaut. Oh, das wird schon klappen, ne? Ja, klar. Jetzt mal den Schrauber richtig rum, dann geht das. Perfekt. Jetzt haben wir das erste Carbon-Teil gerade in der Hand. Gucken uns das mal so ein bisschen an und klippen hier die Teile wieder zusammen. So läuft das? Ja, das macht echt einen guten Eindruck. Also, um das mal zu sagen, die Carbon-Teile habe ich von FF Carbon. Die Jungs und Mädels aus Dresden haben zumindest jetzt im ersten Anschein nach ziemlich geile Arbeit gemacht. Ich bin sehr, sehr beeindruckt von der Verarbeitung und auch von der Passgenauigkeit. Gerade bei solchen Teilen wie diesem Sieb von dem Air Intake, wo Führungen drinnen in dem Teil sind, und das passt echt 1:1, also saubere Arbeit. Wenn das so weitergeht, habt ihr gute Arbeit gemacht, Leute. Perfekt. Wir machen mal ein bisschen weiter. So, wir haben jetzt hier mal aus Gründen der Antiverkratzung haben wir hier mal das öllige Lammfell draufgelegt, damit das gute Carbonara nicht verkratzen tut. Besser ist das. So, Freunde, Endmontage der Seitenteile. Ich muss sagen, es hat schon eine sehr geile Form bekommen. Aber die Form ist ja gleich geblieben, ne? Ja, aber es wirkt irgendwie anders. Ich finde auch, es wirkt anders. Was haben wir jetzt gemacht bis jetzt? Also bis jetzt haben wir diese Seitenteile hier komplett einmal ausgetauscht, inklusive der Lufteinlässe. Ist jetzt schön Carbonara. Und nicht zu fest, ne? Ich weiß. So, und so schnell ist der Frontfender dran. Das ging fix, oder André? Ja, das ging richtig schnell. Ein paar Schraubchen da. Ja, 6 Schrauben ist da nur vorne. Und ein paar Kabelklipse. Und dann passt das. So, Meister, hier mal so durch die Blume. Was machst du denn da? Ich baue jetzt den originalen Enduro-Getriebeschutzhalter oder wie auch immer das Ding heißt ab. Denn ich habe mir überlegt, das ganze Ding soll ja, wie schon erwähnt, ein bisschen sportlicher werden. Und wir bauen hier den originalen Halter von der 1290er Super Duke GT dran. Motor und Getriebe ist alles gleich von den Kameraden. Und das Ganze wirkt dann ein bisschen sportlicher. Ja, perfekt, dann gucken wir uns das doch mal an, ne? Jo. Ja, ist der nicht schick geworden. Besser wie dieser Enduro-Teil vorher. Junge. Richtig fresh. Geil. Ja, als nächstes kümmern wir uns um die Brems- und Kupplungshebel. Dort haben wir von der Firma ProBrake ziemlich geile gekauft. Ich fand die von der Form her eigentlich extrem sexy.
Und die werden wir jetzt mal hier anbringen. Die alten raus, die schicken rein. Vorne alles erledigt, alles Carbonara schon verbaut, aber hier hinten wird das Carbon noch getauscht von dem Carbon auf eine andere, sag ich mal, Struktur, weil der feine Herr hier, der mag das alles gerne einheitlich. Ja, muss er dazu sagen, das Teil war das erste, was ich in Carbon dran gebaut habe und das ist auch B-Ware gewesen, also das passt nicht so hundertprozentig. Ich werde gleich sehen, ob das neue besser passt. Alles klar. Ja, das ist die neue Platte. So schnell ist sie gewechselt. Also ich muss wirklich sagen, sie sitzt deutlich besser, sie sieht deutlich besser aus und die Struktur passt viel, viel besser zu dem Endstück von der Akrapovic-Anlage. Das stimmt. Ich würde sagen, die schieben wir jetzt mal raus und machen dann auch ein paar Schuss. Dann gucken wir uns das Gesamtkunstwerk mal an, ne? Alles klar. Carbon ist alles verbaut. Wir haben schon ein paar Bilder gemacht und der nächste Step ist dann Folie. Das zeigen wir euch dann in einem zweiten Teil. Was jetzt passiert ist, was heute passiert ist, das zeigen wir euch jetzt im Anschluss bei einem Pörnchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Force. You could take all this shit away from me. All this shit. And I'll be fine. Cause way before the music, man, I been had the groupies. Getting hit in the hoopty, my older brother Suzuki. Never took him for sushi, never took him to movies. Never bought him no Louis. I just took him to the roof, then watched them both say just do me. And I learned the game early, you can't fool me or screw me. I was uptown in Harlem at 17 pushing jewelry. Favorite rappers, they knew me, yeah, they tried to recruit me. Either put up the money, or you bound to just lose me. And they getting so angry, cause they music just don't move me. So they grabbing they toolie, trying to turn me to jacuzzi. And I feel like I made it, cause they all trying to sue me. Same girls that was hating, saying we go back like the cooties. And I'm never no sucker, every time that I fuck her. No pulling out, cause only dry pussy popping no rubber. To double XL, I'm too big to be sharing a cover.